Ich bin die Annemarie Türk, arbeite seit Juli 1992 bei Kulturkontakt. Ich habe damals begonnen in der Sponsoring-Abteilung und habe in diesem Bereich zwischen Kunst und Wirtschaft einige Programme entwickelt, wie zum Beispiel die Sponsoring-Seminare, verschiedene Vortragseinheiten etc. und die Beratung und Vermittlung zwischen Wirtschaft und Kunst ausgebaut. Mit Anfang 1995 habe ich nach dem Weggang von Frau Dr. Ingrid Latzer auch den Bereich der Kulturförderung übernommen, sprich die Zusammenarbeit, die auf kulturellem Gebiet zwischen Österreich und den Reformstaaten in Ost- und Südosteuropa. In diesem Bereich hat es sehr große Veränderungen gegeben, Entwicklungen, die teilweise den politischen Veränderungen in diesem Raum Rechnung getragen haben, aber einfach auch durch eine bessere Kenntnis der Region und auch der sich verändernden Kulturlandschaft hier haben wir neue Programmschienen entwickelt, die Förderpolitik den Bedürfnissen angepasst und insgesamt so einen steten Wandel vollzogen, der, wie ich hoffe, auch zu einer Professionalisierung insgesamt geführt hat. Zu Beginn der Tätigkeit 90 war unser Hauptaugenmerk auf die unmittelbaren Nachbarn gerichtet. Und da haben sich natürlich sehr enge Beziehungen, damals noch mit der Tschechoslowakei, Ungarn, Polen entwickelt. Aber auch Rumänien, Bulgarien waren von Anfang an sehr stark mit uns in Kontakt. Der Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens hat dann in späterer Folge zu einer Kontaktaufnahme geführt. Am Anfang haben wir vor allem Projekte in den Ländern gefördert, Projekte, die aus den Ländern an uns herangetragen wurden. Das heißt, wir haben wie eine der üblichen Förderstellen agiert, solche Anfragen geprüft auf ihre Realisierbarkeit, ihre Seriosität in Bezug auf das künstlerische Level und dann eben über Förderung oder nicht entschieden. Mit der Zeit haben wir aber gemerkt, dass es auch Not täte, in Österreich Impulse zu setzen, da die österreichischen Kulturinstitutionen, Initiativen nicht in dem Ausmaß auf die Öffnung von Ost- und Südosteuropa reagiert haben und ihrerseits gemeinsame Projekte begonnen haben, sodass wir uns da gefordert sahen und eben eigene Initiativen in Österreich in Gang gesetzt haben, Initiativen, die eben den Kulturschaffenden aus Ost- und Südosteuropa gewidmet waren. Das war zum Beispiel ganz am Anfang das Symposium in Horn, ein 4-wöchiger Aufenthalt im Kunsthaus Horn, zu dem Künstler und Künstlerinnen aus Ost- und Südosteuropa eingeladen wurden, um hier gemeinsam zu leben, zu arbeiten und auszustellen. Aus diesem Kunstsymposium in Horn haben sich dann unsere Gastatelierprogramme entwickelt, vor allem auch deshalb, weil wir gemerkt haben, dass die Künstler doch eher Interesse an einem Aufenthalt im Zentrum haben, in der Bundeshauptstadt, wo sich natürlich künstlerisch wesentlich mehr tut, als im hübschen, aber doch eher ländlichen Horn. Und haben dem dann mit der Entwicklung der Gastatelierprogramme auch Rechnung getragen. Eher ein Fenster aufzumachen Richtung Ost- und Südosteuropa und hier Schauräume für Kunst aus eben diesen Regionen zu etablieren. Begonnen haben wir ganz konkret mit einer kontinuierlichen Ausstellungstätigkeit im Museumsquartier.
Im Quartier 21 hatten wir einen sehr kleinen, auch nicht immer sehr einfach zu bespielenden Raum zur Verfügung. Mit der Übersiedlung in die Universitätsstraße konnten wir dann den Eingangsbereich nutzen für eine kontinuierliche Ausstellungstätigkeit. Diese Eigeninitiative war dann aber nicht nur auf den Bereich der bildenden Kunst beschränkt, sondern auch zum Beispiel im Bereich des Kulturmanagements. Wir wussten, dass die Kollegen und Kolleginnen in Ost- und Südosteuropa vor ganz neue Herausforderungen gestellt sind, über Nacht mit neuen kulturpolitischen Strukturen konfrontiert sind und noch nicht oder in keinster Weise darauf vorbereitet waren und dass es dort das Bedürfnis gibt nach Ausbildungen, die es ja in diesen Ländern auch noch nicht gab. Wir haben da mit verschiedenen österreichischen Institutionen zusammengearbeitet, allen voran mit dem ICCM vom Herwig Böschl in Salzburg. Begonnen haben wir damals noch in der Umgebung von Wels, sind mit ihm nach Gmunden gezogen, um dann letztlich in Salzburg eine Heimstatt zu finden. Haben aber auch sehr viel mit dem Dieter Bogner zusammengearbeitet und dem Institut für Kulturwissenschaften und hier eigene Ausbildungsmodule für die Kollegen und Kolleginnen aus Ost- und Südosteuropa entwickelt. Etwas später begann unsere Initiative, vor allem auch im Bereich des literarischen Austausches, also nicht nur der Förderung von Übersetzungen österreichischer Literatur in die diversen Sprachen Ost- und Südosteuropas, sondern auch vor allem umgekehrt, um uns so die Literaturen aus diesen Ländern zugänglich zu machen. Da hat es einiger Impulse bedurft. Einer davon war auch die Einrichtung eines Writers in Residence Programmes, das nicht nur für Schriftsteller und Schriftstellerinnen zugänglich ist, sondern auch für literarische Übersetzerinnen. In der Folge kam dann auch in Zusammenarbeit mit dem Tanzquartier Wien, das ja damals gerade seine Tätigkeit auch aufgenommen hat, ein eigenes Programm für Tänzerinnen, Performerinnen, Choreografinnen, das eben auch seitdem ununterbrochen läuft und schon einige wichtige Impulse auch für die Tanzszene hier gebracht hat. Vor allem Artist-in-Residence-Programme, egal jetzt in welcher Kunstsparte sie angesiedelt sind, sind nie nur Einbahnstraßen. Das heißt, das sind nicht nur Stipendienmöglichkeiten, die jetzt eben für Kulturschaffende aus Ost- und Südosteuropa eingerichtet werden, sondern haben immer eine unmittelbare Rückwirkung auch auf die Szenen, in denen sie passieren. Ja. Wir wissen, dass über diese Einladungspolitik auch die Kunstszene, vor allem natürlich hier in Wien, wichtige Impulse erfahren hat, hier Kontakte geknüpft worden sind, die dann in der Folge nicht nur zu dem einen oder anderen gemeinsamen Projekt geführt haben, sondern auch zu einer wesentlich stärkeren Präsenz österreichischer Kulturschaffender in den Ländern. Dieses gegenseitige Kennenlernen war da eben nicht nur für die Kunstszene Ost- und Südosteuropas von Vorteil, sondern genauso auch umgekehrt. Ja. Wobei davon ja dann nicht nur die österreichischen Kulturschaffenden unmittelbar profitieren, sondern die kunstinteressierte Öffentlichkeit insgesamt, weil sie damit eben die Möglichkeit bekommt, auch Künstler, Künstlerinnen kennenzulernen. Zu lernen, was gerade aktuell ist in den Ländern, welche Themen bevorzugt behandelt werden, einiges mehr von den kulturellen Background kennenlernen, von dem aus die Künstler und Künstlerinnen arbeiten. Also insgesamt eine sehr reziproke Geschichte, die da in Gang gesetzt wurde.